Moinsen. Hallo, liebe Freunde der gepflegten Spielkultur. Da bin ich wieder zurück zu einer neuen Runde Workers and Resources Soviet Republic. Und wir wollen mal diese Stadt aktivieren. Bevor wir das tun, Drajori. Ja, lassen wir so Drajori. Erstmal lassen wir so, Drajori. Ja, in der letzten Folge habe ich einen Fehler gemacht, oder einige vielleicht sogar. Ich war irgendwie der Meinung, dass man mit einem Vertriebsbüro ja, Wasser transportieren könnte. Kann man das? Ich glaube nämlich nicht. Das finden wir mal eben raus. Wir schicken mal einen von den Jungs hier rüber. Alles klar, Wasserfahrzeuge gehen nicht in ein Vertriebsbüro. Das haut nicht hin. Deshalb habe ich mir gedacht, ich schicke die jetzt mal auf Linie. Ich habe hier vorhin so großzügig da welche gekauft von. Hab doch da schon welche auf Linie geschickt. Die beiden hier, glaube ich, ne? Waren das die zwei oder waren das noch mehr? Das waren die zwei. So, du fährst gerade ins Depot. Dann kannst du das nämlich auch mitmachen. Kann ich die so jetzt schon anwählen hier? Nee, das geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, visuell scheinen die hier eigentlich so blau. Und hier so gelb. Sei es drum. Dann hol die jetzt alle Wasser und verhökern den Rest. Du gehst rüber. Du gehst rüber. Ja, ich hatte wirklich gedacht, ich könnte Wasser per Distribution erledigen. Aber dem scheint nicht so. Du bist doch schon der, dann lass das mal sein mit dem. So, pass mal auf. Schwupp. Der nächste.
Habe ich einen vergessen? Ja, den habe ich wohl vergessen. So, jetzt haben wir hier 10 Stück. Das war hier auch 8, 9, 10 genau. Habe ich da 10 geholt oder 12? Sei es drum. So, ihr sollt beladen, Wasser hier entladen, nicht warten bis entladen. Und dann von hier zum Zoll und das Wasser verhökern. Entladen. So. Da haben wir das einmal. Und dann wollte ich hier gerne in Drajori, ich weiß, ob ihr den Trick kennt, hier sind ja überall jetzt kein Zuzug gestattet. Ich habe ...2421 plus ohne eigene Wohnung. Und wenn ich jetzt Drajori sage, diesen hier, Bürgern erlauben, in diese Stadt zu ziehen, klack, dann müsste jetzt jedes Wohnhaus, seht ihr das, hat jetzt den Haken aktiviert. Und ich brauche nicht jedes einzelne Haus anklicken. Jetzt lassen wir mal laufen, in der Hoffnung, dass wir hier rüberziehen. Und ja, ich weiß nicht, ob die alle hier so rüberziehen mit einem Mal. Das Rathaus mache ich mal zu hier. Da braucht keiner arbeiten zunächst. Die 12 Leute sparen wir uns. Das ist wahrscheinlich hier irgendwo. Ich fürchte, ich komme nicht umhin, da mal eben ein paar Leute reinzuholen hier. Passt mal auf. Da nehme ich vorher einen Kredit. So, alles klar. Holen wir uns mal ein paar teure hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 teure. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht reicht das ja schon, ich hoffe. Weil Radio ist ja schon da. Und wenn die Strom kriegen, ich habe hier übrigens noch eine freie Tankstelle hingeknallt. Wird auch gerade beliefert. Die sollte eigentlich nur zur Hälfte beliefert werden. Ja, eigentlich nur zur Hälfte. Warum er jetzt voll bläst, weiß ich nicht. Aber gut. Weil ohne Strom tut diese Tankstelle auch nichts hier. Und ja, sie hat noch keinen Strom. Ach so, ja. Und dann hatte ich ja noch, genau. Hier, das muss ja auch noch geschehen. Ich hatte letztes Mal noch ein bisschen laufen lassen und nach Fehlern geschaut.
Und das war einer davon, den ich entdeckt habe. Das mache ich auch mal hier gleich als hohe Priorität. Und dann schauen wir mal, was wir da werden. Jo, hier ist schon mal ein bisschen Saft. Genau, hier hatte ich vier von den Dingern rangeholt hier. Und ja. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass die mit dem Wasser nachkommen. Ja. Darüber hinaus, hier ist kein Platz für einen Kran. So ähnlich wie ein Tunnel. Da wird eine Menge Beton verbraucht und ihr seht es hier gerade. Und eine Menge Arbeitsstunden. Ja, das sieht immer so ein bisschen schräg aus, wenn das so an Hanglage, dann ja gut. Da werde ich wieder ein bisschen mit Büschen kaschieren müssen. Ich habe übrigens diesen Weg hier angelegt noch, damit diese Polizeistation auch im Einflussbereich ist. Na. Kann man das hier nicht sehen? So. Ohne diesen Weg wollte das, glaube ich, nicht. Und dann habe ich noch einen rüber gepikst. Den könnte ich hier eigentlich auch. Ja. Ich kann nicht nur ganz rüberziehen hier, ne? Ja, mal schauen. Wieso brauchst du eigentlich Elektrizität? Ja, Käufer vor der Schlange ist nicht gut. Ich muss da mehr Leute ranholen. Das wird nicht lange gut gehen. Das Geld gar nicht für. Sehr gut.
Dann habe ich hier noch so einen kleinen Abzweig gebaut hier. Da musste ich übrigens auch mogeln mit den. Ich habe hier nicht mit den Lehmstraßen gearbeitet und habe die einfach per Steuerung H weggebeamt. Ist etwas sperrig, ja, gut, gebe ich zu. Lasse ich erstmal so. Ja, ansonsten, wie schaut's aus? Hier eigentlich alles trocken. Ja. Ja, ich musste auch hier und da erstmal schauen, wie was funktioniert, weil ich habe zwar mitgewirkt an dem einen oder anderen Stream, aber wenn man dann selber nicht aufpasst und das nicht selber baut, dann ist es schon was anderes. So ist natürlich ein viel größerer Lerneffekt für mich. Wir sehen zum Beispiel hier bei der Müllverbrennungsanlage habe ich einen Müllplatz hingestellt. Ja, habe ich einen Müllplatz hingestellt. Und welchen hat er? Dann müsste doch jetzt eigentlich der. Es leuchtet hier nichts auf, Freunde. Schaut mal. Weil dieser hier. Der hat sehr wohl gemischten Müll mit brennbarem Müll und sonstigem Müll. Und der wird auch angezeigt hier. Da seht ihr es, 72 Meter. So viel dazu. Und über die Straße, ihr seht es. Und hier wird überhaupt nichts angezeigt. Ist denn hier überhaupt nichts notwendig? Weil, wie ist das denn mit dieser Verbrennungsanlage hier? Verbrennen die ihren Müll denn jetzt gleich so ad hoc sofort selber? Oder wie sieht das aus denn? Kann ich das hier normalerweise hier wegnehmen? Ich lasse es erstmal noch dran, aber ich sehe da im Moment keinen Sinn. Nun denn. Ja, jetzt sind die. Das ist die erste Rutsche wieder zurück hier.
Wir werden sehen, ob dieser Turm sich füllt. Ah ja, der Benziner jetzt auch Strom hat. Schön, schön. Ja, jetzt muss ich natürlich irgendwann mal schauen, ob hier genug Leute wohnen, etc. Das kann ich erst tun, wenn ich dieses historische Rathaus freischalte. Bist du an sich in dem Bereich des... Ja, bist du. Du hast zweimal Mülleimer. Du hast diese ganze Reihe, alles klar. Sind auch schon zwei voll. Und ihr habt auch schon soweit eure Aufträge. Alles klar. Ja, mein Hauptexporteur hat wieder ganze Arbeit geleistet. Wäre ja schön, wenn er wieder rausfährt und ich keinen Kredit aufnehmen müsste, aber das glaube ich nicht. Ich muss ja noch das ganze Kraftwerk finanzieren, geschweige denn auch die Leitung darüber und die ganzen Förderbänder nachher noch. Ach ja, ich habe doch auch übrigens hier eine medizinische Universität. Und zwar, hier ist einmal die Schule. Ne, hier ist die Universität. Daneben ist die Schule, genau. Die kann schon mal... Na. Willst du wohl? Das mache ich mal gleich alles auf 60 hier. So, und wir legen gleich mal los. Alkoholstandards. Dann können sie picheln und werden nicht so unbedingt krank. In Ordnung, her damit. Hatten wir irgendwo noch? Wo war denn der Kindergarten? Und irgendwo war doch, da waren doch noch mehr mit. Polizei hatte das nicht, nee. Geheimpolizei. Ach, hier war das genau. Und ihr könnt auch schon ein paar Autos haben. Ja, gut.
macht ihr das mal? Und dann würde ich sagen, können wir hier auch bald mal, ja, die 12 Leute jetzt mal hier zulassen. Mal schauen, was hier los ist dann. Bushaltestelle. Das machen wir mal alles aus hier. Gut. Ja, dann kann ich mal auf die schnelle Geschwindigkeit gehen, denke ich mal. Weil, ich habe jetzt zu warten hier. Und, jetzt gehe ich schnell auf die Pause, weil ich habe hier gerade, was. Und zwar, wir haben 200 Einwanderer, die ich ja hier reingeholt habe. Ich sehe hier noch keine Geburten. Mhm. 431. Das läuft hier an. Das ist ein bisschen mager hier noch. So wenig nur. Das habe ich nicht gewusst hier. Echt nur 20 Leute. Kein Strom, das geht natürlich nicht.
der Schule ist natürlich dann so ein Ding, ne? Wie weit ist denn? Die müssten doch jetzt überall rankommen, ja? Warum ist es da hinten hellblau? Waren da noch irgendwelche Fußwege nicht verbunden? Irgendwie potenziell erreichbar, oder was soll das hier? Ach so, du warst das. Du brauchst doch nur noch 2 Tage, Mensch. Da wird doch bestimmt mal einer kommen gleich hier. Alter, bist du noch so? Nee, du hast gerade. Du kommst mit 9 Leuten, so. Du fährst gerade erst los. Wollen wir da mitfahren? Komm, dann machen wir das mal. Wie viel Geld haben wir noch? 300.000, jawohl. Einmal auf die Flotte. Jo. Ja, der Cis vor uns ergibt Kette. Die Wasserhorde wieder. Ach, jetzt wollt ihr das noch haben. Der Skoda holt Stahl und der IFA holt die Dinger. Gut, Gott vergelt, wir können eh nichts machen, wir müssen eh warten. Ja, 150 Mal musste er da noch. 150, das sind noch über, das sind noch 10 Fahrten, über 10 Fahrten. Und ich habe 4 Stück von den Jungs. Und die holen den Beton ja nicht mehr an der Grenze, sondern wir haben unseren eigenen. Ah, die fahren von hinten rein, sehr schön. Eine Rutsche Kies ist wieder fertig für den Export. Und die Käfer laufen auch. Die gehen wie geschnitten Brot.
Ach, bist du doch schon fertig? Schön. Dann haben wir jetzt endlich Saft hier. Das ist doch Wasser hier. Was willst du denn? Abwasser. Strom. Der wackelt natürlich. So, Freunde der Sonne, wie sieht's hier aus? Kriegst du hier mal ein bisschen Saft hingepopelt? Irgendwie wirst du mehr, ja? Na gut, 197. Du wirst hier auch langsam voll, ja. Das heißt, dann werden wir auch bald Wasser verhökern. Die sind auch unterwegs hier. Doch, das gefällt mir. Und wir haben Geburten. Zwar auch Todesfälle, aber Geburten kicken ein. Das ist gut. Das mit der Schule hat mir noch nicht so gefallen hier. Aber schaut mal, das hat sich jetzt hier auch. Jetzt sind wir mal. Wenn man sind 70. Ich glaube, weil hier auch korrektes Personal jetzt ist, hier mit der entsprechenden Loyalität. Ich wollte schon gerade ein neuer bauen, mal gut, dass ich es nicht gemacht habe. Doch, das läuft. Wo haben wir das? Achso, Sport war hier vorne da irgendwo. Genau, es war dieses hier. Athletic League. Ja. Ja, das ist in Ordnung. Wenn sich denn hier vielleicht mal ein paar Arbeiter einfinden, dann kann ich die auch abgreifen mittels Baubüro und die wohin schicken. Oder ein bisschen so eine Linie einrichten und so weiter und so weiter. Ja. Du holst wieder Getreide, sehr schön. Du musst wieder, auch schon wieder 130, jawohl. Sehr schön. Ja, ich denke mal, die Nacht, die werde ich noch hier durchlaufen lassen. Und ihr habt gesehen, jetzt kommen Leute hier, die Geburten kicken ein.
Und wir werden schauen, was wir mit der Stadt machen, dass das hier weiter wächst. Und ja, ein Lager für potenziellen Weiterverbrauch und das kommt erst später und auf jeden Fall ein Lager, was gleich in die Verstromung geht. Das soll dann hier geschehen. Und das muss natürlich auch noch gebaut werden und die Leitung darüber. Und dann schauen wir weiter. Wir haben ja auch schon die dicksten Leitungen hier. Die würde ich gleich hier von ganz rechts dann wegnehmen und hier rüberlegen und dann an der Grenze entlang. Ja. Gut. Ihr wisst, worum es geht. Wir haben den 8. Mai 1980 und dieses Ding noch in diesem Jahr fertig ist nicht unrealistisch. Das ist das einzige Bauvorhaben im Moment und ja, ich bleib da am Ball. Wenn das fertig ist, wie gesagt, dann gleich hier Vorlager da rein, was ich gerade eben beschrieben habe, alles. Und weiter schauen, was hier los ist, dass ich dabei möglichst Strom drüben habe. Bis das soweit ist, ich werde mich dann vorher wieder melden bei euch für das nächste Video. Und ja, bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl. Bleibt gesund, bleibt happy. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.